Also ich mit meiner Frau betreibe das Restaurant seit 18 Jahren, seit 2006. Und wir aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen möchten jetzt gerne Ende 24 das Restaurant in, sagen wir mal, einfach gute Hände übergeben. Wir möchten in Rente. Also wir liegen direkt am Klosterschiff Forte an der Saale. Also wir haben der Gäste sind Radfahrer, Wanderer, Bootfahrer, Leute, die wegen Wein unterwegs sind, die das Kloster besuchen, Leute aus der Kurklinik, Rentner, die spazieren gehen, Familien mit Kindern, die Ausflüge machen, Fahrradausflüge. Also wir decken das, sag ich mal, das ganze Klientel an Ausflüglern ab. Und sagen wir mal, wir sind hier, möchte ich mal so behaupten, eigentlich in der Gegend eigentlich gut besucht und gut beliebt, sagen wir mal, so sagen. Also wir haben im Prinzip im Fischhaus drei Gasträume. Wir nennen die immer den Vereinsraum, da passen ca. 50 Leute rein. Dann haben wir die Fischstube, da passen 25 rein. Und die sogenannte Weinstube, da passen nochmal 15 Leute rein. Des Weiteren haben wir die Terrasse, die direkt an der Saale ist. Das sind ungefähr 80 Sitzplätze. Noch eine überdachte Terrasse, nochmal mit 25 Sitzplätzen. Und hier unten, wo wir jetzt gerade sitzen, ist praktisch unser Außenbereich, wo wir Familien feiern und kleine Feste machen, wo nochmal mindestens 120 Plätze draußen sind und 60 im Zelt für, wie gesagt, Familienfeiern und dergleichen. Also wie der Burmeister schon sagt, ist also für jede Art von Feiern geeignet, hierher zu kommen. Wir haben, denke ich, die optimalen Standortvorteile oder Bedingungen hier vor Ort. Wir sind unmittelbar am Saale-Radwanderweg, wir sind am Gewässer Saale, die sehr hohen Wassertourismus bietet. Wir sind unmittelbar an der Bundesstraße B87, sind ins öffentliche Verkehrsnetz eingebunden, können problemlos von der Bundesstraße um wenigen Metern direkt bis zur Gaststätte fahren, um dort parken zu können. Wir haben auf der anderen Seite eine Anbindung an die Weingüter, an die Weinstraße, die quasi unterhalb des Saaletals von Bad Kösen nach Naumburg führt. Dazu gibt es eine Brücke, wo man die Saale überqueren kann. Ja, am liebsten würde ich mir wünschen, dass der Hofmeister leider was gehen will. Vorweg gesagt, wir hatten eine sehr gute Zusammenarbeit, was natürlich in beiden Seiten besser funktioniert hat. Und wenn uns das gelingen könnte, in ähnlicher Art und Weise einen Nachfolger zu finden, der auch unsere Interessen unterstützt, die Vorder- oder des Klosters, schrecklich eine andere Schule fortfahren mit aufnehmen kann, dann wäre das natürlich gut. Aber in erster Linie ist natürlich der gastronomische Betrieb hier im Vordergrund, weil das ja, sagen wir mal, der Haupterwerb ist und das sollte in erster Stelle oder erste Priorität haben, dass das Geschäft hier drüben funktioniert. Also ich habe 12 Angestellte inklusive 2 Lehrlinge. Aus jetziger Sicht, es kommt auf die Person an oder der das dann weiterführen wird, wollen alle bis Ende nächstes Jahr zur Stange halten. Und wie gesagt, umso frühzeitiger jemand sich dort meldet und sich vorstellen kann, könnte ich mir vorstellen, dass wir mal mindestens 80% der Belegschaft hier noch bleiben würde. Das sind alles Restaurantfrauen und Männer und Köche und Köchin und sagen wir mal 2-3 Hilfskräfte in der Küche. Wir haben das ja in den letzten Jahren, sagen wir mal, erfolgreich mit Herrn Burmeister gemeinsam erlebt, wie es funktionieren kann. Und ich glaube, jeder, der sich mal die Chance genutzt hat, unsere Märkte zu besuchen, der weiß auch, wie sowas funktionieren kann und wie das abläuft. Insofern hätten wir dann natürlich große Erwartungen, dass das in ähnlicher Weise oder möglichst in der gleichen Weise weiterlaufen kann. Weil wir als Stiftung sind natürlich ein Förderverein der Landesschule Forta und haben natürlich auch die Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass dort ein reges Leben herrscht. Und das lässt sich natürlich in solcher Form am besten umsetzen oder am besten Werbung machen. Weil durch diese Geschichte erfahren wir natürlich auch viel Zulauf und Leute, die zu uns kommen, verbreiten uns natürlich auch weiter über die Grenzen hinaus. Das ist eigentlich Ziel und Zweck, für den Ort zu werben, für die Region zu werben
und dadurch natürlich auch ein Stück weg erfolgreich zu sein und im Endeffekt Einnahmen zu erzielen, die dann letztendlich wieder der Landesschule fordert zugutekommen. Ja, es gibt auch viele, viele Gästegruppen, die jetzt eine Führung machen in Schifforte und hinterher zum Kaffee oder zum Abendbrot oder zum Mittag oder vorher zum Mittag oder eben dann zum Essen oder kommen. Also da besteht schon gute Zusammenarbeit, denke ich. Also da haben wir da wirklich sehr, sehr viel Erfahrung gehabt, wo es viele Synergieeffekte gibt. Also die Nachfrage von Touristen, die bei uns eine Führung, wird eigentlich immer größer nach sogenannten Arrangements. Was kann man neben der Führung noch machen? Das natürlich bietet sich an, die Gaststätte zu besuchen und natürlich da eine Mahlzeit zu sich nehmen, was auch immer größeren Zuspruch findet, insbesondere auch von ehemaligen Klassen, die dann ihre Jahrgangstreffen hier haben und dann im Anschluss an die Führung des Gelände natürlich sehr gerne hier an das Fischhaus gehen. Und dann ein weiterer Aspekt ist noch, wir haben auch gute Erfahrungen mit dem Landesweingut, was ja quasi vis-à-vis mit uns liegt. Das sind also so Sachen, dass Touristen nach Schulforte kommen, über den Tourismus selber und dann im Beiwerk eigentlich, sagen wir mal, die Gastronomie erfahren und noch mehr zum Weinbau über die Weinkultur. Und genauso gut geht das umgedreht. Also wir machen da untereinander für uns Werbung. Also das geht in beide Richtungen, und das eigentlich zunehmend Maße immer erfolgreich ist.